Hi, ich bin's, Keith Albin, reporting live for Stormtrooper TV. Unheimliche Gestalten bevölkern die vierte Norris Force Convention. Die Star Wars Fans investieren viel Zeit und Geld in die Gestaltung der Kostüme. Kai Küstner hat den Taskenräuber aus Episode 4 in monatelanger Handarbeit hergestellt. Die Kostüme, die Filme, das macht mir unheimlich Spaß, da geht mir das Herz auf. Deshalb baue ich es nach. Das macht mir Freude. Wenn ich auf der Convention hier bin, bringe ich den Leuten, die hierher kommen, die Freude. Die haben auch unheimlich Spaß dran. Und die Norris Force Con spendet ja den Erlös auch noch an einen wohltätigen Zweck. Also habe ich dreimal Freude verbreitet. Und das durch ein Kostüm, das ist doch gigantisch, durch Filme. Was soll ich sagen? Toll, einfach toll. Dagmar Wörl, die Nürnberger Bundestagsabgeordnete, ist die Schirmherrin des Fantreffens. Ich finde es ganz, ganz klasse. Es gibt ja sehr viele Star Wars Fansclubs über ganz Deutschland. Wir haben zum Beispiel eine Facebook-Seite mit über 14 Millionen Likes. Davon träumt man natürlich nur. Aber die Nürnberger sind ja die einzigen, die es auch immer mit einem guten Zweck verbinden. Also die Kinderschicksale Mittelfranks bekommen ja diesmal das Geld. Und es zeichnet natürlich diesen Fanclub natürlich besonders aus. 2002 ist der kleine Verein Kinderschicksale Mittelfranken gegründet worden. Die 25.000 Euro, die von den Star Wars Fans gespendet worden sind, können Eltern und Kindern helfen. Wir betreuen Kinder bis zum 18. Lebensjahr, die schwerst krank und schwerst behindert sind. In dem Fall, wenn die Familien sie nicht so finanziell unterstützen können, da kommen wir und unterstützen mit Therapien und Hilfsmitteln. Auf der Freifläche üben angehende Jedi-Ritter, mit dem Lichtschwert umzugehen. Da geht es auf der Showbühne schon heftiger zur Sache, wenn Fans so tun, als würden sie gegeneinander kämpfen. Doch alles dient am Ende dem guten Zweck. Weil wir halt Jedi-Ritter sind, ne? Und die Jedi-Ritter, die tun was Gutes und deswegen machen wir das. Es gibt so viele schlechte Menschen auf dieser Welt, brutal schlechte Menschen. Und zu denen wollen wir Star Wars-Fans nicht gehören. Und deswegen machen wir was Gutes für die Menschen in dieser Welt. Jasmin Schneider gehört zu den vielen jungen Leuten, die ehrenamtlich mitwirken und die Veranstaltung erst möglich machen. Ich engagiere mich hier, weil wir wie eine große Familie halt hier das Ganze ausrichten. Also die Leute hier, das ist einfach immer super klasse und ich helfe halt, wo ich gerade kann. Also an den Ständen, an der Eingangskontrolle oder für die Tickets verkaufen, also da, wo gerade jemand gebraucht wird. Für die echten Fans von Luke Skywalker und Han Solo kann die Zeit bis Dezember nicht schnell genug vergehen. Denn dann kommt Episode 7 von Star Wars in die Kinos. Und wieder wird es heißen, möge die Macht mit euch sein.